Ist das Ende der BASF in Ludwigshafen näher, als wir alle denken? Oder auf Deutsch gesagt, wird die Annelien zugemacht in Luhafen? Das und noch viel mehr heute in diesem Video. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Bitte nicht wundern, wir sind heute mal ohne Mikrofon unterwegs. Wir haben etwas für unsere Wirtschaft getan, was unser Wirtschaftsminister nicht hinbekommt. Wir haben uns ein neues Telefon zugelegt, was unter anderem auch auf Zulieferung durch die BASF angewiesen ist. Aber eins der Reihe nach. Bei uns am Rhein liegt das größte zusammenhängende Chemiewerk der Welt. Die Badische Anilin- und Sodafabrik, kurz BASF. Die Stellenreduktion bei BASF, sie nimmt jetzt nun konkrete Formen an. Jede siebte Anlage in Ludwigshafen in der Anilin soll stillgelegt werden. Und zwar schon bis zum Ende des übernächsten Jahres. Knapp 39.000 Menschen arbeiten beim Chemieriesen in Ludwigshafen. Eine Stadt in der Stadt. Man hat eine Garantie für den Stammsitz in Ludwigshafen ausgesprochen. Man wäre auch relativ blöd, wenn man den Sitz komplett schließen würde. 10 Kilometer zieht sich das Werk am Rhein entlang und rückt dem Fluss dabei linksreine Sticht auf die Pelle. Allerdings können wir jetzt zuschauen, wie ein einziger Chemiegigant jetzt nach und nach hier demontiert wird. Er wird vor allem demontiert mit Hilfe der Politik, ganz unabhängig von den Energiekosten. Es gibt 234 Produktionsstandorte in 93 Ländern der BASF. Es gibt da immer das Duell, wer ist der größte Chemiekonzern der Welt? Aktuell ist es BASF, dicht gefolgt von Dow und DuPont. Es gibt auch eine lange Geschichte von der BASF, ihr werdet sie alle kennen. Es geht jetzt um die Schrumpfung des Stammsitzes. Man möchte jetzt hier wirklich mehrere Anlagen stilllegen und die Produkte dann aus anderen Anlagen an seine Kunden liefern. Man sagt nur ganz am Rande, dass es, die Energiepreise, wir überprüfen unsere Struktur. Und wenn wir uns dann einmal zum Beispiel zurückbesinnen auf das, was ich euch eben gesagt habe, das neue Telefon hier, was angeblich ein besseres Mikrofon hat als das, was ich mir an den Hals stecken kann. Ihr müsst das Ganze beurteilen. Es ist natürlich ein neues iPhone von Apple, ein 16 Pro, gefertigt im 3-Nanometer-Verfahren bei Taiwan Semiconductor, wird der Chip zum Beispiel gemacht. Nicht nur für die Hauptplatine, auch weitere Bauteile stammen von TSMC. Und genau für die ist BASF hier großer Zulieferer. Und das wissen viele Leute nicht. Das Herstellen von Computerchips besteht vor allem aus dem Ätzen von Halbleitern, also diese Silizium-Wafer, die werden belichtet und dann werden Strukturen freigeätzt. Und dazu gibt es eine ganze Produktpalette von extra für Chip-Making-Factories, gibt es ein ganzes Arsenal an Flüssigkeiten, die BASF und Merck zum Beispiel herstellen. Es ist ein großer Teil ihres Geschäftes. Und schon im letzten Jahr hieß es, dass es in Berlin Pläne gibt, die China-Geschäfte von Merck und BASF immens bedrohen. Es geht um ein Exportverbot von Chip-Chemikalien. Das alleine in der Ankündigung hatte ja dafür gesorgt, dass Herr Brudermüller von der BASF den chinesischen Standort von BASF, der inzwischen die größte Einzelinvestition jemals in der Volksrepublik eines westlichen Unternehmens darstellt. Über 10 Milliarden Euro hat man in dieses Werk gesteckt. Ich kann sie auch verstehen in Ludwigshafen, wenn man hier wichtige Chemikalien macht, die man teilweise um die halbe Welt schickt, damit dort hochwertige Computerchips hergestellt werden. Wenn es da nur eine Ankündigung davon gibt, dass es hier einen Kassenschlager gibt, dem die Politik einen Riegel davor schiebt, aus, wie Sie sagen, geopolitischen Interessen. Da war es nur richtig und strategisch notwendig für die Firma in Fernost eben so eine Produktionsstätte aufzubauen. Ich muss noch dazu sagen, ich habe ein paar BASF-Aktien, wirklich nicht viele. Ob sie die Dividende halten können, schauen wir mal. Aber eigentlich war BASF bisher immer eine gute Entscheidung. Und ja, man muss als Aktionär auch durch das Tal der Tränen gehen können. Deshalb, ich verkaufe sie nicht. Ich würde eher überlegen, dort weiter zuzukaufen. Denn das größte Chemieunternehmen der Welt wird es vermutlich auch in 50 Jahren noch geben. Vermutlich
anders aufgebaut, anders strukturiert, selbstverständlich. Aber das ist kein Unternehmen, bei dem jetzt die Gefahr besteht, dass es innerhalb von wenigen Jahren vom Markt verschwindet. Ganz anders sieht die Sache da aus, zum Beispiel bei Volkswagen. Wenn man sich überlegt, wenn man den Konzern aufspaltet, was man da alles rausgewinnen könnte, ob das am Ende soweit kommt, werden wir sehen. Es ist jetzt auf jeden Fall spannend, wie die Pläne hier in Ludwigshafen weitergehen. Sie reden konkret von 1.800 bis maximal 2.600 Personen, die aktuell entlassen werden sollen, bis Ende nächsten Jahres. Das ist noch keine große Hausnummer, aber wenn man die ganzen Produktionsanlagen dann hier stilllegt, dann werden sie meistens danach auch abgebaut und dann sind sie weg. Die werden nie wieder zurückkommen. Vielleicht wird man eines Tages am Stammsitz der Annelien oder der BASF, wie ihr sie kennt, in Ludwigshafen, das größte Freilichtmuseum für einen Chemiepark sehen. Wir wissen es nicht, ob das Ganze jetzt hier noch länger weitergeht, dass in Europa und in Deutschland die Wirtschaft völlig am Boden liegt und die Politik mehr mit sich selbst beschäftigt ist, anstatt mal der Industrie hier unter die Arme zu greifen. Dazu kommt noch, dass jetzt zum Beispiel dann DB Schenker verkauft wurde, großer Kooperationspartner von BASF. Mal sehen, wie das Ganze am Ende ausgeht. Aber ich wette, hier schauen bestimmt einige Anneliner zu. Kommentiert doch mal unter diesem Video, wenn ihr mehr Informationen habt. Ansonsten sage ich, abonniert den Kanal, schaut auch vorbei bei Messerradar, meinem neuen Zweitkanal oder Drittkanal, wenn ihr so wollt. Ich habe noch Auswandern mit Kopf. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist da was dabei. Und bei Messerradar gibt es täglich die Inzidenz des Vortages der gemeldeten Messerfälle in diesem Land. Einfach, damit sie medial sichtbar sind. Um mehr geht es dabei nicht. Viele sagen, sie können es nicht hören. Die andere Seite sagt immer wieder, wo sind denn die ganzen Einzelfälle, die inzwischen gar keine Einzelfälle mehr sind. Ich bin gespannt auf deine Meinung, auch gespannt darauf, wie der Ton heute funktioniert hat oder ob ich mir doch wieder ein Mikrofon hier anstecken muss. Dann war es die Investition in dieses Telefon leider nicht wert. Ich werde darüber noch ein Resümee ziehen und euch das wissen lassen. Damit bin ich gespannt auf eure Meinung. Kommentiere doch mal unter diesem Video und drücke auch den Daumen hoch und damit ciao, bis bald.